Puh. Hallo, alle Welt. Ich grüße euch. Ja, wir sind heute Mittwoch. Heute ist der Buddy Olli alleine unterwegs. Ich gehe mit euch über den Karlsruher Grat. Den kenne ich schon seit meiner frühen Kindheit. Und dann nehme ich euch einfach jetzt mit, gell? Es ist heute nicht ganz so viel los. So, hallo Welt, grüßt euch. Ich nehme euch heute mit auf den Karlsruher Grat. Ich kenne die Tore ja schon von früher. Heute ist auch zum Glück nicht ganz so viel los. Das heißt, ich kann euch da wirklich mal ein bisschen was zeigen von der Ecke da. Ja. Kleine Kraxlerei, ein bisschen Übung für den Sommer. Okay, und los geht's. Ich nehme euch mit. Ach, ein Träumchen hier, ha? So, jetzt haben wir hier die erste Schlüsselpassage. Wie man hier sieht, haben wir hier der erste Grat. Und dann jetzt drüber. Also das ist hier kein Klettersteig im klassischen Sinne. Ganz normale Gratwanderung ohne Sicherung. Ist aber im Normalfall auch für die Otto-Normalsterbliche kein größeres Problem. Ah, klasse.
Hallo. Also, macht Spaß, gell? Ja. So, Mama, wo ist das? Da gehe ich jetzt immer klettern. Im Moment ist ein bisschen viel los hier. Ein Stück vor. Respekt, das ist auch mal eine Frage der Erfahrung und der körperlichen Fähigkeit, ist aber so. Lieber braucht jemand ein bisschen länger, der sich vielleicht ein bisschen mehr traut, aber alle anderen können.
Ja. So, jetzt sind wir ziemlich durch. Klasse. So, Freunde, das war's jetzt zum Karlsruher Grat. War schön. Habe mich noch ein bisschen getäuscht heute. Es war doch recht heiß. Ziemlich viel geschwitzt. Es war doch einigermaßen viele Leute da. Das heißt, ich habe ein bisschen improvisieren müssen. Ich konnte nicht alles machen. Ich konnte nicht klettern gehen, weil eigentlich alles belegt war. Ein bisschen schade. Die schönsten Aussichtspunkte konnte ich auch nicht zeigen. Aber jetzt gucken wir mal, was draus wird. Gell? Auf jeden Fall nehme ich euch jetzt noch weiter mit. Jetzt geht es durch den Wald. Und später laufen wir dann an der Allerheiligen Wasserfälle durch. Das kennen ja schon, die Tour vom Joachim. Und ich denke, ich werde dann auch noch ein bisschen filmen, gell? Doppelgemoppelt hält besser. Also, bleibt dran, Leute, gell? Tschüss!
richtig nach Pinienkern. Schön nach Wald, nach Tannenadler, Kiefern, Pinien. Herrlich. Frisch geschnittenes Holz. Ja, jetzt ein bisschen was macht hier, hä? Es ist relativ heute wenig los, das freut mich. Aber natürlich oben auf dem Karlsruher Grat sammelt sich natürlich auch alles. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen arg improvisieren müssen. Ich konnte leider nicht so filmen, wie ich wollte. Aber naja, da komme ich ja öfters her. Das ist ja meine Haus- und Wiesenstrecke hier. Kann ich ja euch dann vielleicht nochmal ein paar Bilder nachreichen bei Gelegenheit. Hier los. Aha. Okay. Okay. Aha. Ah. Oh.
Verkehr. Ne? So. Sind wir aber eine Karlsruher Gratwürfer, allerheiliger Wasserfälle. Ich würde sagen, offiziell ist die Tour jetzt beendet. Ich laufe jetzt noch gemütlich nach Oderhöfe, die restlichen Kilometer. Und dann, wenn ich gut drauf bin, laufe ich noch nach Hause, noch mal 7-8 Kilometer. Falls ich das mache, nehme ich euch natürlich noch mit. Gell? Ansonsten, schöner Tag euch. Ciao. Doch noch entschlossen heimzulaufen. Bin jetzt schon wieder 6 Kilometer unterwegs. Jetzt bin ich von Seebach-Oderhöf in Kappel angekommen. Da gönne ich mir erstmal ein geiles Bier. Man sieht sich später nochmal, gell?
So, ich sitze noch hier und mache noch ein bisschen Bierpause und erfreue mich an der Natur. Aber ich sehe jetzt schon dahinter vom Gebirge, da kommen ganz große Quellwolken. Das heißt, ich muss jetzt doch noch ein bisschen die Füße in die Hand nehmen und ein bisschen Gas geben, damit ich noch heimkomme. Ich habe nämlich noch jetzt bestimmt noch 8 Kilometer vor mir. Da bin ich mal gespannt, ob mir das noch reicht, bevor da das große Gewitter kommt. Jo, also bis später. So, hallo an alle, die noch da sind. Grüßt euch. Ja, seit der letzten Pause und Bierchen habe ich noch mal ein paar Kilometer runtergerockt. Ich bin jetzt irgendwo in der Mitte zwischen Kapelrodig und Oberachen. Also ein paar Kilometer habe ich noch. Ich merke es jetzt auch langsam. Ja, nicht ganz ohne, ja. Und wie man da hinten im Hintergrund sieht, kommen die Wolke immer näher. Ja. Also die wäre langsam schon ein bisschen bedrohlich größer. Aber ich gehe davon aus, dass ich das noch schaffe. Ich habe jetzt noch circa, ja, das ist noch 3, 4, 5 Kilometer sein bis nach Hause. Sollte das passen. Nachher mache ich auf jeden Fall nochmal eine kurze Pause mit Abkühlung. Weil es ist Wahnsinn heute. Ich bin komplett überhitzt, obwohl ich eigentlich fast nur den Berg runterlaufe. Ist das eine Schwüle heute, das ist Wahnsinn. Und wegen dem vermute ich, dass heute Abend auch noch ein Wärmegewitter kommt. Wenn ich natürlich ins Gewitter reinkommen soll, dann nehme ich euch natürlich noch mit, klar. Da seid ihr live dabei, wenn mich der Blitz zerschlägt. Jo. Okay, dann sehen wir uns bei der nächsten Pause wieder, gell? Rock'n'Roll. Hat noch eine kleine Info zwischendurch, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wo ich hergekommen bin. Ich bin von ganz dahinter gekommen. Eigentlich von ganz oben da, wo man also den Berg noch sieht, mit den Bäumen und die Wolkengrenze. Von dahinter komme ich her. Ja. Das war jetzt also schon ein richtig heftiger Trip. Ja. Gut, und jetzt gucke ich ein bisschen weiter. Und dann machen wir noch ein bisschen Feschmann noch her. Gell? Ciao.